Willkommen in meinem bescheidenen Etablissement. Mal wieder. Ja, wir haben heute mal ein Einhorn. Einhorn. Es ist so klasse! Vormentor. Nicht Frohmentor, wie ich das schon mal gesagt habe in einem Video. Ist okay, Zementer, lass unten. Vormentor VZ5 5-Zylinder. Geile Kisten, geile Sitze, geile Ausstattung. Geil, dass überall Folie drauf ist. Krass. Das Baby ist brandneu, Junge. Der ist heute schon geliefert worden, 100 Kilometer. Wir haben die geilsten Kunden der Welt. Der Alex hat vor einer Zeit den Vorverwang von seinem Cupra-Händler gekriegt. Dann haben wir da schon mal Bestandsaufnahme gemacht und quasi schon mal zusammengeschrieben, was denn so alles für tolle Teile in sein Auto passen könnten. Ja, und gestern hat er ihn geholt. Ist gleich mal 100 Kilometer gefahren, dass er schon ein bisschen eingefahren ist. Ich habe heute in der Früh schon mal in Sorik-Messung gemacht, als der Max noch einen Bubu gemacht hat. Und das Auto hat Leistung auf dem Zettel 390 PS Serie. Wie viel das er gehabt hat, Fahrrad jetzt nicht. Wie viel schätzt ihr, dass er gehabt hat? Haut es mal in die Kommentare, serienmäßig, ohne etwas dran. Wir machen ein volles Programm. Alles, was von Revo passt, KW-Variante 3. Ah, volles Programm. Lustigerweise haben wir das Ding vorher mal auf die Radlastwagen da und der war schon innerhalb von 1% ab Werk. Ja, also die haben sich schon ein bisschen aus serienmäßig einfallen lassen. Max sein können vorne und hinten dran, auch wenn die Stoßstangen durchlöchert waren, haben, aber man kann nicht alles haben. Aber lasst uns unter die Motorhaube schauen, ob da wirklich ein 5-Zylinder drin steckt. Oder ob es nur das Papperl hinten drauf ist. DNW-Motor ist aus dem Vorgänger genau der gleiche, hat sich nicht viel geändert zum OPF RS3 TTRS. Ja, wie gesagt, auf dem Zettel 390 PS, aber die hat er nicht, ja, definitiv mehr. Hat sich auch schon beim Fahren so angefühlt. Wir kriegen einmal Carbonara. Hänzlers schnelle Nummer, Spaghetti Carbonara. Dann ein dickes Rohr nach hinten, Turbo Inlet, Ladeluftkühler. Gibt es, glaube ich, von noch keinem eigentlich so offiziell. Wir haben schon einen Passat für dieses Gefährt. Schauen wir mal, ob wir die Boostpipes noch reinzaubern. Ja, genau, so schaut es aus. Ab dafür. Ab dafür. Zeig mir nochmal, wie hoch das Auto ist. Das ist abartig. Ich habe vorher gemessen, 39,5 cm Kuhflügelmaß. Da krisch, krischplack. Gut, film um rum und ich fahr das Brumm rum, dann rum. Porno! So, Fahrwerk ist schon drin. Mattel und Nina waren ziemlich fleißig. Und jetzt geht's steil dahin mit dem dicken Ansaugrohr. Die Luft ist hier so rein! Ja, ja. Wie ich schon gesagt habe vorher, der DNW-Motor ist gleich geblieben. Mechanisch ist alles so geblieben, wie es ist. Und ich möchte euch
mal das 100 mm Intake, das neue Secotec, kurz zu sagen, von Revo. Und zwar, dieses hübsche Rohr war die erste Generation, 5-Zylinder. Man sieht, das Carbon ist leicht verfärbt. Das kommt von der Temperatur, die auch vom Turbolader, der ja direkt drunter ist, entsteht. Das Rohr ist aus meinem TT außer, also auch Rennstrecke, alles Mögliche gemacht. Ich habe dann mit Revo mal geredet gehabt, habe gesagt, hey, pass auf Jungs, da kommt ganz schön viel Temperatur. Die Optik vom Carbonrohr ist natürlich da ein bisschen getrübt. Jeder, der so mal einen RS4 B7 gehabt hat und die Motorabdeckung in dem schönen Gelb-Carbon dann gehabt hat, weiß, von was ich rede. Temperatur verfärbt einfach das Harz und dann schaut es nicht so gut aus, nicht mehr so gut aus. Und es gibt durch das, dass es jetzt ein 4-Zoll-Inlet gibt von Revo, das haben wir schon ein paar Mal betitelt mit Secotec-Beschichtung. Okay. Dieses hübsche drum haben wir schon ein paar Mal erklärt, extra beschichtet, damit ja wenig Ansauglufttemperatur entsteht. Der ist da oben, Spezi. Merci, hast du gut gemacht. Haben wir das passende 102 mm 4 Zoll Ansaugrohr jetzt. Auch Secotec beschichtet, heißt auch die Temperatur ist hier deutlich weniger. Jetzt kommt es natürlich auf euch drauf an, ob ihr richtige Hörzer seid. Dann macht natürlich das beschichtete 4 Zoll Rohr mehr Sinn. Oder ob ihr Matching Carbon haben wollt mit eigener Carbon-Motorabdeckung, Ansaugbrücken, Cover, dann macht natürlich das Carbon mehr Sinn. Mit dem Hinweis einfach, dass wenn ihr wirklich heiß unterwegs seid, auch das Carbon sich ein bisschen verfärben kann. So, so schaut es aus. Aus Paris schon alles und auf der Mattel jetzt wieder alles selber. Weil es kann. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, los! Das ist ein Landluftkühler. Klingt komisch, ist aber so. Was laberst du hier mit dem Lechter? Was laberst du? Die Ingenieure von Cupra oder Seat oder wie auch immer, dass man es nennen möchte, Audi, haben sich entschlossen, wieder ein Alunetz- und Plastikkühler zu nehmen. Wir haben aber die passende Lösung. Wir haben das mal wieder einmal in gescheit. Und zwar aus England, Daventry, dieses wunderschöne Prachtstück aus Guss. Der Revo steht drauf, Revo steht drin, Revo ist drin, hat der Mattel vorher gesagt. Ja, mehr Volumen, wir erwarten uns kühlere Ansauglufttemperaturen. Ich habe die vorher mitgelockt beim Ensorik messen mit Originalteile. Und ja, dieses hübsche Ding wird jetzt da eingebaut. Es war ein bisschen ein Kampf, wenn man mal da zeigt, wie weit das alles zerlegt ist. Mit patentierten Holzscheitel als Motorhaumhalter. Ja, geht nicht anders. Wenn er weg ist, ist er weg. Ja, heute jetzt Einzug. Auf jeden Fall mega geile Sache, dass das gute Stück passt. Mal gucken, was er zum Schluss bringt. Ich gucke. Die Sensorik ist geladen. Die Draghi habe ich auch geladen. Das heißt, wir machen nochmal einen 100 auf 200 Vergleich mit dem Auto, was er denn kann, nachdem wir alles drin haben. Und seid gespannt. Hoffen wir, dass man der Mattel wieder das ganze Auto zusammenbringt. Aber ich bin guter Dinge, oder? Ja. Ja, kriegen wir schon. Haben wir schon ganz andere limitierte Autos wieder zusammengebracht. Der ist ja 5000, das ist ein Haufen.
Also, ich habe vorher gesagt, am Beginn des Videos, dass wir das Auto vorher in Zürich gemessen haben, bevor der Max da war. Der Wagen hat 426 PS gehabt, also nicht 390, wie es Cupra oder Seat sagt, sondern 426 und das Drehmoment sind auch keine 480 Newtonmeter gewesen, sondern bärenstarke 534. Ich habe das mal in dem Zürich-Diagramm neben mir dargestellt, dass der Max jetzt einblendet hat, hoffentlich. Ding ist das, ganz interessant, diese Motorenreihe hat spezielle Software. Heißt, es ist immer bedacht, das Motorsteuergerät, dass das Auto die gleiche Leistung bringt. Egal ob bei 0 Meereshöhe, 2000 Meter Meereshöhe, minus 5 Grad, plus 50 Grad, scheißegal. Schaut immer, dass das mit dem Ladedruck entsprechend das ganze Auto einregelt. Heißt, es kann durchaus sein, wenn wir jetzt die Hardware eingebaut haben, dass wir gar keinen Benefit daraus sehen, außer geringere Ansauglufttemperaturen, weil das Steuergerät so intelligent ist, dass das quasi runterschraubt, Ladedruck runterschraubt, Temperatur entsprechend niedriger. Dann sagt er, okay, geil, ich brauche nur 0,9 Bar, dass ich meine 426 PS habe. Oder wenn es dann besonders heiß war, vorher 1,1 Bar gemacht. Mein Kollege aus Kroatien hat das getestet bei 4 und bei 34 Grad. Und bei dem war es genauso. Obenrum hat der heißen Temperaturen 1,1 Bar gehabt, bei den kalten 0,9. Und er hat exakt aufs Komma die gleiche Leistung gehabt. Lass uns überraschen. Das Auto ist jetzt dann bald fertig für die Straße. Dann werden wir auf jeden Fall noch schauen, was das gute Stück auch 100 auf 200 kann. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob wir die Werksangabe knacken oder nicht. Weil das Fahrwerk bringt auch ein bisschen was. Weniger Luftwiderstand. Let's see. Schau mal, ob ich fetter geworden bin seit gestern, ob das Auto schwerer ist seit gestern, ob die Radlast besser oder schlechter geworden ist seit gestern. Fragen über Fragen. Wie schwer sind die Carbon-Parts von Revo?
machen sie es schwerer? Macht es das 100 mm Real schwerer? Macht es den Ladeluftkühler schwerer? Oder ist er jetzt 10 Kilo leichter? Wir werden jetzt gleich sehen, was die Radlast sagt. Mattel stellt es ein, dass wir dann auch gescheit fahren. Vielleicht war er der Kennzeichenverstärker von 20 Kilo schwerer, wenn er mal. Auch möglich. Wir werden sehen. Ich habe keine 5 Kilo abgenommen seit gestern. Das sind schon die Teile, die wir verbaut haben. Leichteres Ansaugrohr, leichteres Fahrwerk, Koppel Intake. Und ich glaube, der Ladeluftkühler war das einzige Teil, was schwerer war. Sag jetzt mal. Bisschen schwerer. Bisschen schwerer, ja. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir haben 6 Kilo leichter gemacht. 1711 gestern, 1705 heute. Mit 15 Kilometer mehr gefahren. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ausgerissen hat. Ja, das meiste war eher das Fahrwerk. Ich glaube auch, das Fahrwerk war dick. Die Kasus Knaxus. Habt ihr gut gemacht, KW. Dürft ihr wieder machen. So, Radlast haben wir jetzt. 13 Kilo im Cross. Mattel, der alte Wolde unten, der hat das schon wieder so wahnsinnig eingestellt. Der wird jetzt noch dreimal an dem Fahrwerk dran, dann ist der Radlast vorbei. Dann nur noch Achs vermessen, fahren, Zug und Druck abstimmen, Kapphorn machen. Dein Part, Kollege? Mhm. Weißt du, hast du auch so? Alter. Hast du auch so, Kollege? Ja. Das war's. Klang können wir nichts machen, weil haben wir noch keine Tröte drunter. Aber vielleicht im nächsten Video. Es waren sehr intensive zwei Tage. Wir haben das Auto in einem Rutsch durchgezogen, unseren Dienstagnachmittag, unseren Freien geopfert, dass wir das Projekt abschließen. Es ist für mich ein mega Ergebnis. Das Auto schaut null nach SUV aus. Wir haben 50 mm tiefer gelegt mit dem KW Variante 3. Das Auto fährt noch besser als Serie, obwohl das serienmäßig schon nicht schlecht fährt. Das Ansauggeräusch ist mega geil vom Revo Intake. Und ja. Die Zahlen sprechen für sich. Hier das Nachher-Diagramm. 100 auf 200. Und ich sage danke, viel Spaß weiterhin bei unseren Videos. Teilen, abonnieren, liken. Wie immer, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch gesehen hättet, was ihr noch weiter am VZ5 verbessern würdet. Wie es euch gefallen hat, immer gerne viel Input. Und ich sage, pfiat euch, Servus, habe die Ehre.